Hype. Tempo. Dynamik. Zweikampf. Einfach hautnah dabei. Wenn der 28-jährige Jong Jin Lee auf den Platz geht, nimmt er seine Follower mit. Die GoPro gehört zu ihm wie Trikot und Stollenschuhe. Was daraus entsteht, ist Fußball aus der Ich-Perspektive. Es ist fast 2 Jahre her, dass ich mit YouTube angefangen habe. Als ich die zum ersten Mal probiert habe, war das wow, unglaublich und sehr spaßig. Die Videos teilt der Südkoreaner auf YouTube und Social Media mit überragendem Erfolg. Auf YouTube hat er mehr als 700.000 Follower, auf TikTok 4 Millionen. Dort werden jetzt auch Videos aus Osthessen zu sehen sein, denn beim SV Neuhof hat er sich bis zum Ende der Saison verpflichtet. Die Zuschauer haben für ihn einen besonderen Stellenwert, virtuell und auf dem Platz. Wenn ich Fußball spiele und über den Platz renne, wenn ich den Fans ein gutes Spiel zeige, dann fühlt sich das gut an. Die Ursprungsidee hinter den Videos ist, dass andere Fußballer aus Jong Jin Lees Erfolgen und Fehlern lernen können. Letzte Saison war er noch beim Drittligisten Bangkok FC, jetzt spielt er Hessenliga. Der SV Neuhof hat ihn allerdings nicht angeworben wegen seiner Medienpräsenz, sondern aus rein sportlichen Gründen. Er ist ein offensiv- und laufstarker Außenstürmer, dribbelstark. Und das habe ich auch auf Videos gesehen, schon im asiatischen Bereich, wo er gespielt hat. Und er kam mit guten Empfehlungen, die er dann auch hier bestätigt hat. Ein Neuzugang mit ganz besonderem Hobby. Trainer Bär findet das in Ordnung. Dass der Verein daraus Vorteile zieht, kann er sich aber noch nicht so recht vorstellen. Ich bin jetzt vielleicht nicht mehr die Generation der YouTuber oder Instagrammer, aber ich sag mal, ich weiß, dass es sehr stark angenommen wird. Aber letztendlich, ja, sind das für uns ja nur Randerscheinungen. Der Mann mit der Nummer 11 trägt die Kamera übrigens nur beim Training und bei Trainingsspielen. Bei Punktspielen wie hier gegen den FC Eddersheim ist das tabu, auch wegen des Verletzungsrisikos. Damit hat Jong Jin Lee schon Erfahrungen gemacht. Zweimal habe ich mir durch die Kamera schon eine blutige Nase geholt. Aber ich habe noch keinen anderen Spieler verletzt. Nur mich. Zweimal beim Kopfball. Aber das sind ihm seine Bilder wert. Die Hessenliga ist zwar nicht die erste, Neuhof ist nicht München und Lee nicht Ronaldo, aber auf seine Art ist er schon jetzt ein Weltstar auf dem Platz.